Oh, die Schule ist toll. Diese Schule bietet mir viele Möglichkeiten, meinen Träumen nachzugehen. Die Lehrer und wie die halt miteinander umgehen. Dass man sich frei entfalten kann, das ist selbstständiges Lernen. Und das macht die Schule für mich interessant. Wir haben ein Fach, das heißt Arbeit und Beruf. In der Mittelstufe ist es sehr darauf spezialisiert, dass man eine Ausbildung findet für die, die abgehen. Und für die Oberstufe sind es die Unitage, wo wir uns Unis anschauen. Ich bin im Umweltprofil. Kunstgeschichte gibt es, Pädagogik, einmal die Lebensweltsportler und einmal die Kadersportler. Ich möchte später Profisportler werden. Ich möchte in die Nationalmannschaft kommen. Das habe ich letztes Jahr leider knapp verpasst. Elite-Schule des Sports bedeutet, dass man hier normal lernen kann und seinen Sport machen kann. Denen wird halt die Möglichkeit gegeben, ihr Abi zu machen und sich nebenbei auch auf ihre Sportart zu konzentrieren. Diese Schule kooperiert ziemlich direkt mit den Landesverbänden. Meine Pläne sind jetzt erstmal in den nächsten Jahren zu schauen, wie weit es wirklich gehen kann in meinem Sport. Und ich strebe auf jeden Fall ein Abitur an. Man ist Sportler und man zeigt Disziplin, weil Schule steht immer an erster Stelle. Ich finde die Kurse ganz toll hier. Man kann hier viel machen. Ja, hier an Ferienbetreuung. Frühbetreuung, Nachmittagsbetreuung, wir haben eigentlich alles drum und dran. Und halt auch die ganzen sportlichen Aktivitäten, die man hier machen kann mit den ganzen Sportplätzen und Sporthallen. Wir haben Sumo, ich mache zum Beispiel auch Judo. Gülsberger Spiele, genau. Man kann auch selber Clubs erstellen, meine Schwester hat das damals gemacht, so ein Fitnessclub. Man hat eine große Auswahl und ist eigentlich immer für jeden was dabei. Das sind die Projekte hier, die Schule auch ausmachen. Dieses Jahr haben wir halt durch die Filmfabrik Gülsberg, durch die neue Kletterwand und durch die ganzen Aktionen auch die Zukunftswerkstatt den Preis gewonnen für die beste Stadtteilschule Hamburgs. Ich war mehrfach auf der Zukunftswerkstatt. Kinder, die sich für die Schule einsetzen und etwas verändern wollen, dürfen da hingehen. Also das ist jahrgangsübergreifend von 5 bis 13. Da sind wir dann eine Woche lang und überlegen halt, was kann man an der Schule verbessern, wie kann man es verbessern und was müssen wir dafür tun. Unsere Lehrer sind auch sehr toll. Die bringen uns das auch bei. Und ich glaube auch durch diese guten Ergebnisse der Abiturienten ist das auch zustande gekommen. Es ist wichtig, wenn man in der 5. Klasse hier hinkommt, dass man sich entwickeln kann. Und das ist auch richtig so. Und die Schule hat mir das geboten, dass ich so werden kann, wie ich möchte.